Halloween, willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Ja, Halloween. Willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Heute wieder, also für mich jetzt die letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Ja, wieso? Keine Ahnung. Einfach nur, weil ich dann schlafen gehen will und dass ich dann morgen endlich wieder ausgeschlafen bin. Das wäre mal gut, weil dann würde ich endlich mal was weiterbekommen. Mein Stoff. Ich komme einfach nicht weiter, das ist so unglaublich traurig. Ja, aber so Leute, ich hoffe, euch geht's gut. At least. Wenn schon in Bernie nicht gut geht, mir ist es trotzdem irgendwie ein großes Anliegen schon geworden gerade, dass ich Content bringe. Also mir ist es irgendwie gerade lieber. Was ist da drin eigentlich? Mir ist gerade lieber, dass ich. Wir gehen einfach. Ah, nee, egal. Mir ist es lieber, dass ich halt Videos mache. Und jetzt nicht so viel chille. Also ich meine, ich könnte natürlich dann den ganzen Abend da sitzen und LOL. Und halt nichts tun und chillen und YouTube-Videos gucken oder so. Aber ich weiß nicht, da fühle ich mich so useless. Ich mache lieber einfach ein paar YouTube-Videos, ein paar Let's Plays, so, dass ich jeden Tag halbwegs das habe. Dass, falls ich irgendwen aufmuntern kann mit meinen Videos, dass das wenigstens funktioniert, damit es wenigstens irgendwen gut geht auf dieser Welt, ne? Und wenn nicht, ja, okay, dann nicht. Ich meine, ich verstehe es ganz ehrlich. Also, ich würde mein Let's Play auch nicht schauen. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Aber ich kann es begründen. Einerseits will ich Daily Content haben. Ich möchte, dass jeder täglich meine Stimme hören kann. Das hört sich jetzt eigentlich sehr gut, es ist ja egomanisch an. Aber ich meine jetzt einfach generell. Ich möchte eine Konstanz bringen, ja. Einfach so, YouTuber ganz konstant sein. Dann möchte ich jede Woche halt ein Video machen, ein ganz, also gut editiertes Video, wo ich mir halt auch Mühe gebe, actually dafür. Also mehr Mühe als für meine so, normalen Videos. Und, was wollte ich noch sagen? Warum ich sie selbst nicht schaue? Ja, ich meine, das verstehe ich ganz ehrlich, dass man sie vielleicht nicht schaut, auch wenn man mich kennt oder auch wenn man vielleicht das Spiel mag. Ist halt jetzt nicht so mega spannend, you know? Aber ich habe einen extremen Redebedarf und ich möchte irgendwo meinen ganzen Dampf immer ablassen können. Und das kann ich halt mega gut in Pokémon Uranium. Da kann ich einfach spielen, da kann jemand zuschauen und ich kann mir selbst halt dann auch wieder zuschauen. Also ich finde das halt cool, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Let's Play von vor 2 Jahren anschaue, dann finde ich das halt interessant. Okay, was habe ich da gesagt? Wie war ich da so drauf? Wie habe ich ausgesehen? Das ist halt auch lustig eigentlich. Und alleine deswegen wäre es das schon halt cool, dass man das macht. Also generell einfach YouTube Daily Content für mich und für euch. Ein bisschen tagebuchmäßig, ein bisschen. Es hat auf jeden Fall sehr viele Gründe, warum ich das mache. Aber der Hauptgrund ist halt einfach, weil ich mich verpflichtet fühle. Alles. Also ich möchte wirklich als YouTuber bezeichnet werden, auch wenn ich damit keinen Cent verdiene und auch wenn ich nicht bekannt bin, bin ich trotzdem YouTuber und das zeige ich dadurch, dass ich halt eben daily uploade und halt auch meine guten editierten Videos habe. Halt, das kennt man von vielen großen YouTubern, die machen das halt aber dann so, dass sie dann meistens so einen Uncut-Kanal haben. Würde bei mir keinen Sinn machen. Also würde tatsächlich auch Sinn machen, aber da hätte ich dann, ja, ich finde es cooler derzeit so, weil dann sieht man halt, ja, actually geschieht was auf diesem Kanal. Sollen wir die Arena schon machen? Oh ja, ich meine, da gehen wir jetzt runter, oder? Okay, man fliegt nicht runter, das ist halt interesting. Lol, habe ich es geschafft? Oder was muss ich da zusammenbekommen? Ach so. Okay, ich verstehe schon. Schau, du magst den so. Echt? Oder so? Ach komm, wir gehen einfach mal. Wir trainieren dann offline wieder ein bisschen. Ich meine, ich sag das immer und mach's dann oft nicht so. Weil ganz ehrlich, ich mag, wenn ich schon Uranium spiele, möchte ich mit euch auch talken können. Mit euch ein bisschen reden können. Und das ist es. Offline-Spiel ist langweilig. Ich meine, es geht schneller, weil da kann ich Cheat Engine starten. Und halt fünffache Geschwindigkeit machen. Ah, das ist halt trotzdem mega lame einfach. Du musst dir mal die Zeit finden, dass du da offline trainierst. Also du willst sie dir halt nicht finden. Das ist das große Problem. Oh Mann.
But it attack missed! Da bist du jetzt sowieso dead, weil wir halt eben nicht angreifen können. Ja, das ist unser Glück in Pokémon Uranium. Tatsächlich, ne? Back. Wir fangen das einfach. Nein, ich will eigentlich auswechseln. Oder heilen, das wäre auch eine Möglichkeit zu tun. Das große Problem ist halt, dass wir wirklich schon Lichtjahre behind sind. Schau mal, Ehrenmax. Das ist das erste Arena-Pokémon gegen Ehrenmax. Ehrenmax ist halt nicht offiziell nicht an der Level, so im Sinne von. Ja, wir haben halt ganz mal gespielt. Also. Ah, ja, genau. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Sorry, Leute. Wir haben die Mega-Entwicklung von Ehrenmax tatsächlich. Könnte ich auch noch zeigen. Dann, dann habe ich actually den Thumbnail sogar schon, weil da kann ich wieder ausrasten dann. Also, Bruder. Z. Mit Shadow Claw, keine Ahnung. So geil. Dann seht ihr das. Ja. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber wir machen so. Wow! 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 So. Keine Ahnung, was ich da nehme. Ich meine, ich will nicht, dass alle Thumbnails gleich ausschauen, aber es passiert irgendwie fast. Bloodlust. Nee, wir machen. Voll Ehre jetzt. Schaut dir das an. Wir machen einen Cross-Chop und das ist tot. Oh, es outspeedet uns. Aber es trifft nicht, weil es dumm ist. Reicht's? Ja, es reicht. Wir sind einfach gut. Okay, Max braucht kein Training, actually, weil der kann sich ja mega entwickeln, ja? Ja, Max. So auf Ehre und so. Das sieht irgendwie cool aus. So ein bisschen zumindest. Uff. Sollte aber in Ordnung sein, oder? Ja, ist in Ordnung. Noch. Mit Bloodlust können wir uns heilen. Vielleicht irgendwie. Reicht aber. Easy. Critical Hit habe ich predicted. Ich glaube, ich gebe Dummisel doch nochmal den EP-Teiler einfach. Just for the reason. Ich meine. Einfach nur das Prinzip, oder? Was ist Full Play? Ja, ich meine, es ist stärker, oder? Das Fiete. Ich schaue schnell, wie lange die Folge noch dauert, weil. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern weil ich eigentlich keinen Bock auf die Arena habe. Weißt du, was ich meine? Ich gehe ja erstmal heilen. Weil ich ja Dummisel trainieren will. Und ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, nämlich drauf, dass Dummisel keine EP bekommt, weil es immer ganz Zeit getötet wird beim ersten Mal. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Wo ist der EP-Teiler? Da. Ja. Genau. Leute, was könnte ich machen? Sagt mir kurz, also schreibt mir gerade in die Kommentare. CD keiner, aber egal. Schreibt mir in die Kommentare, was ich für ein cooles Deep Talk-Thema bereden könnte. Ich hätte gerne ein cooles Deep Talk-Thema. Weil, wie ich schon mal erzählt habe, wie wir in Snowbank Town waren. Die Musik von Snowbank Town ist ja so geil. Oh lol, das ist das Yin Yang Zeichen. Okay. Achso, du musst überall die gleiche Anzahl dann haben, oder was? Na, ich verstehe. Haha, easy. Aber ich will die Kämpfe eigentlich nehmen. Erstmal eskalieren. Nicht sehr effektiv, oder?
Lol. Bitte nicht flinchen. Oh, nice. Ehre. Was? Ich bin echt schon müde. Was machen wir? Alles nicht sehr effektiv. Actually, wollte ich sagen. Ja, nice. Ich finde das cool irgendwie, dass die Arena endlich mal, also dass die Arena im Gegensatz zu der letzten, dass man da rausgehen kann und sich heilen kann. Das ist so gut. Das macht einfach so viel mehr Sinn. Oh, das ist jetzt. Ja. Hätte ich mir denken können, was wird das jetzt? Eisen wird es jetzt einsetzen, ne? Stahl? Da machen wir Ehrenmax. Ehrenmax regelt einfach. Gugge! Ja. Kein Problem für mich. Obwohl Eisen? Okay, ja, scheint es. Ist nicht so. Jo, wir machen Revenge. Mit Mega-Entwicklung sollte das reichen. Meiner Meinung nach. Aber was ist schon meine Meinung? LOL! Der fickt mich einfach weg. Ehre! Ah, wir haben nur alles verloren. So gefühlt halt. Das ist die Weiterentwicklung nochmal, oder? Ja, fix auch noch. Aber dann machen wir jetzt den Cross-Chop und den First Hit. Easy. Mit Bloodlust halten wir uns ein bisschen hoch. Mhm. Oh ja. Was? Dragonbrief. Ja, das ist nicht schlecht. Was machen wir weg? Rollout? Ich meine, ich mag Rollout. Dig ist auch cool. Wir machen tatsächlich einfach unsere stärkste Attacke vom Wert halt weg. Einfach nur, weil wir auch Rückstoß bekommen. Ich mag es generell. Ich mag Bodycheck, Risikocheck ist ja. Mag ich einfach nicht. Weiß ich nicht. Weil es ist eine normale Attacke. Es ist auf kein anderes Pokémon sehr effektiv. Es hat keinen Step-Bonus mehr. Weil ja jetzt Dumidl nicht normal ist. Dann hat es einen Rückstoßschaden, was halt. Ja, ich meine, das ist nie worth. Außer du bist halt schneller als der Gegner. Schneller und hast es viel mehr Angriff. Dann ist in Ordnung. Weil du kannst dann halt den einfach one-shotten und das bisschen Rückstoß ist dann verkraftbar. Wir schauen aber, was für Stats hat. Mhm. Ja. Nice. Geht eigentlich voll klar für ihr Level. Ihr. Ist sie auch weiblich? Ja, zum Glück. Boah, ich habe schon gedacht, ich habe Kacknamen gewählt. Oh, schau, hä, lol. Ich hätte gesagt, den Kampf machen wir noch und dann ist die Folge auch gediegen vorbei. Oh ja, wir starten. Obwohl, scheiße. Es wird jetzt irgendeinen Drachen-Move machen und wir werden sterben. Renke Schmied, oder was? Ich meine, ich mag einfach Walzer so gern, weil sich der ja. Lol. Das ist Giga-Int, oder? Ja. Ja, Walzer wird halt jede Runde stärker und ich mag das irgendwie voll. Das ist auch Giga-Int, oder?
Jo. Das macht halt, du musst dir denken, das macht halt schon Schaden, aber das nur, weil es Renkischmied eingesetzt hat. Das ist halt brutal für das Level, halt für den Unterschied, musst du dir denken. So, ein. Also, ich glaube, zweimal noch Rollout, dann stirbt es tatsächlich. Aber gut, haben wir dann schon fünfmal. Dann können wir ja gar nichts mehr vom weiteren. Also keinen weiteren Gegner mehr überrollen, oder? Das wäre jetzt interessant. Warte. Müssen wir gucken. Oh, Scheiße. Den. Damit leben eigentlich. Lol. Das ist nicht Drache. Okay, schon mal nicht, sondern es ist Elektroflug. Ja, ich glaube, es ist trotzdem smarter, wenn wir ihn auch saugen. Kommen wir wenigstens ein paar Leben retour. Das ist, glaube ich, smart, ja. Thunder Punch. Und nochmal Draining Kiss. Ich schau gerade nur so dumm, weil mir einfach gerade nichts einfällt, was ich sagen kann. Ja. Das heißt also, Leute, mein Redebedarf für heute ist gedeckt. Scheinbar. So kann man das interpretieren. Das war nicht sehr effektiv, aber es reicht. Dab. Autumn Haters. Haben wir den Trainer jetzt besiegt? Mann. Oh Scheiße, wenn ich gewusst hätte, dass es das ist, was es ist, dann hätte ich sofort gewechselt. Aber wir haben natürlich. Mir macht es wie ein Yu-Gi-Oh! Wir opfern ein Monster und beschwören ein Stärkeres daraufhin. Tut mir so leid, Erwurm. Das ist aber so lustig tatsächlich, dass man Erwurm hat, zum Team hat. Zum Gratis-Swap einfach. Das Schöne ist jetzt, ich kann Donner auch einsetzen. Also wir machen jetzt den. Dann machen wir den. Weil dann trifft Donner zu 100%. Weil Regen und Mega-Entwicklung. Also Mega-Entwicklung impliziert eine Fähigkeit, die Wasser impliziert. Also Regen impliziert. Und Regen impliziert eine 100%ige Trefferquote für Donner. Easy. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffentlich gefällt euch die neue Form von Ernestina besser. Man weiß es nicht. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.